Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei J-Stars. Und ich würde sagen, wir setzen einfach mal unsere Kampagne mit Ichigo, die Pursuit Arc fort zu Suku, ne, zu Tsukada, steht da. So, yeah, bisschen japanisch, wie gesagt. Okay. Du fängst jetzt nicht von vorne an, oder? Nein. Oh, Gott sei Dank, erschreck mich nicht so. Okay, ich würde sagen, wir setzen die Story fort, damit ich mir noch mehr Charaktere für den Mehrspieler und so freischalten kann. Und keine Sorge, ich werde euch jeden Charakter gebührend vorstellen mit der Zeit. Ninru? Na, okay, das Zeichen kenne ich nicht. Ich meine, das war irgendwas mit Mensch oder sowas. Ohio. Oder sowas. Oh ja. Ah, ne. Wer ist denn das? Oder ne, Navin haben wir denn da? Hey. Hi. Ihr seid also auf der Suche nach dem J-Festival. Und ja, ich kenne mittlerweile die Story. Ich habe mir mittlerweile zumindest mal bis hierher die Übersetzung angeschaut und hab's auch ein bisschen weiter gespielt. Eine andere Kampagne, nicht die. Und ja, ich weiß es zumindest, dass es ums J-Festival geht und dass wir da hin möchten. Mensch, da würde ich doch auch gern hingehen. Ich sehe schon, ihr habt da viel Spaß oder sowas. Keine Ahnung. Okay, gerne. Oi, wieso möchtest du uns denn helfen? Ah ne, das war glaube ich eine Nebenmission, was wir gerade machen. Okay. Dann überdenke ich die Übersetzung nochmal kurz. Ich dachte, das wäre jetzt, ob er uns beitreten möchte. Nö, das ist einfach nur eine Nebenmission. Josh, ich werde euch helfen, wenn ihr mir helft oder sowas. Ich bin verzweifelt? Nein, nee, das steht da nicht. Okay, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir die Quest abgeschlossen. Und er kommt mit. Okay, dann hatte ich damit doch recht. Den habe ich ganz vergessen. Okay, schönes Schiff habt ihr da. Und Baby Beel ist da ein bisschen misstrauisch. Huch. Wieso denn Baby Beel? Was hast du vor mit dem Baby hier sogar? Aha. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt einen neuen Support-Charakter. Leider nur Support. Kein Kampfcharakter. Und wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, alle Missionen mitnehmen. Wir klicken uns ja größtenteils eh durch den Text durch. Ich versuche eben ein bisschen zu übersetzen, aber grob werde ich es dann eh nicht schaffen. Was ist denn das für ein Typ? Ah, das war das. Gott. Und Koro-Sensei. Okay, ihr habt mich wiedergefunden. Wir sollen unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen. Okay, bring it on. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir gleich mal unsere Charaktere aus, nämlich unseren Support. Können wir mit Hisoka tauschen. Und man kann hier tatsächlich die Support-Attacke auswählen. Ja, aber der hat eh nur eine. Also von dem her. Und ich würde gerne... Naja, so arg mag ich jetzt Oga auch nicht. Aber ich möchte trotzdem eigentlich gerne mit ihm kämpfen. Der Rest passt. Wirklich? Das hat's nicht übernommen? Please. Game. Dam. So. Bam. Und Start müssen wir drücken, damit es übernimmt. Okay, das ist auch neu. Gut. Damit können wir jetzt fort. Was tu? Was war hier nochmal das Problem? I don't know anymore. Da steht zwei Personen. Wieso zwei Personen?
Ach, darf ich nur einen auswählen? Oder was? Nein. Das ist offenbar der Fall. Ich wollte gerade sagen, nein, das war es nicht, aber offenbar doch. Wir dürfen nur einen auswählen. Also zwei sind zu viel, stand da wahrscheinlich. Ich bringe euch alle zum Knien. Ich werde euch festnehmen. Die Unterrichtseinheit startet. Okay, dann schauen wir mal, wie gut wir gegen ihn klarkommen. Ich kenne ja im Moment ein bisschen besser alle Charaktere. Das war zum Beispiel schon mal gar nicht so schlecht. Hisoka, Bungee Gun kann kurz mal helfen, aber wir sollten trotzdem versuchen, unsere Stamina so gut aufzuladen, wie geht. Kommst du auch bitte wieder runter? Ich weiß immer noch nicht, was er da tut mit der Attacke. Aber die macht mir Angst. Auf jeden Fall kann er nichts im Vergleich zu den Online-Battles. Ich glaube, ich kann das Kampfsystem tatsächlich mittlerweile ein bisschen besser, wollte ich gerade sagen. Okay, dann schauen wir mal. Super Milk Time. Super Fail Time. Haha, sehr schön. Und... Nein, sorry. Denied. Sehr schön. Laden wir noch ein bisschen auf. Sorgen dafür, dass er kurz mal festhockt. Und können ein bisschen Super Milk Time machen. Oh, schon tot. Aber man muss ihn eh zweimal besiegen. Aber ich bin immer noch im Super-Mode. Bam! Und damit können wir einen Victory Burst ausführen. Ogas Victory Burst war, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht. Kommst du? So. Oh nein, der weicht schon wieder aus. Nee, kann er gar nicht, glaube ich. Ha! Wie geil! Yeah! Baby Bale übernimmt die Kontrolle und über uns. Au. What the heck? Nein, wir haben keine Blitze mehr oben, um nochmal auszuführen. Schade. Egal. Weichen wir nochmal kurz aus. Kümmern uns darum, dass er jetzt auch... Könnt ihr bitte wieder runterkommen? Das nervt. Oh, verdammt, das letzte habe ich nicht abgewehrt. Komm, Baby. Ah, okay. Come on. So, können wir ihn ordentlich weghauen. Okay. Ja, ich weiß noch nicht genau, was Super Milk Time eigentlich genau macht, ehrlich gesagt, aber... Aber offenbar bringt es ein bisschen was. Würde ich mal so sagen, so grob behaupten zumindest. Hi, na, was geht? Das ist zum Beispiel schon mal nicht schlecht. Na, Bungee Gum hat jetzt gerade nichts gebracht. Okay, ich glaube, das könnte unsere Ausdauer hören oder sowas. Bam! Und das war ein Finish. Okay. Das ging jetzt auch, wenn ich noch keine Ahnung habe, wie man Ogre wirklich richtig spielt, aber ich finde ihn eigentlich nicht so schlecht. Er geht. Es gibt aber coolere Charaktere. Weiß ich jetzt mittlerweile. Ich meine Tsuna vor allem, wie ihr jetzt im Online-Match gesehen habt. Bam. Wir sind hier fertig. Würde ich mal so sagen. Und damit bekommen wir auch gleich mal Level. Der da unten, der levelt nicht wirklich mit. Ach, Hisoka levelt nicht? Ja. Das war doch mal ein gutes Match. Ich glaube, ihr habt einiges gelernt. Ja, ich glaube schon. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bam. Das steht da wahrscheinlich nicht. Das war jetzt eher geraten. Egal. So, damit ist das vorbei. Und wir können endlich weitergehen. In die nächste größere Story-Teil. Nämlich auf zu Kardins Tower, den man aus Dragon Ball kennt.
Bam, bam, bam. Ich finde es einfach so cool, dass man hier Orte besucht, die man so schon kennt aus Animes. Aber gut, man sieht nicht viel von den Orten. Es stimmt schon ein bisschen, dass die Kampagne relativ billig gemacht wurde, aber hey, ich bin sicher, wenn man alles verstehen würde, wären das super Dialoge. Deswegen beschwere ich mich da nicht. Und da habe ich sowieso keine Ahnung, was ich sagen. Ui, die Hauptperson ist Yu Yu Hakusho. Wer ist das? Uraneshi Yusuke. Oder? Urameshke Yusuke. Okay. Naka, ihr seid gar nicht mal so schlecht. Willst du sehen im Kampf? Was? Wieso sollte ich? Oh, Naruto kommt auch. Oh, und Gon. Hä, wer seid ihr denn alle? Mein Name ist Uzumaki Naruto. Ich bin Gon. Wer sind die Typen? Endlich seid ihr alle versammelt. Das J-Festival wird beginnen. Das J-Festival versammelt. Irgendwas mit 8? Keine Ahnung, was wieso 8? Okay. Auf jeden Fall. Und dann was mit 3. Okay, das verstehe ich nicht. Und es wird bald beginnen, irgendwie sowas. Und. Zu viel. Ah, Karin. Hieß er, glaube ich. Ich werde euer Moderator sein. Wahrscheinlich sowas. Okay, bring it on. Fressi bereit. Ah, das wird interessant. Kein Problem. Und das Naruto. Wir werden natürlich siegen. Ich möchte Hokage werden. Ja, und ich werde auch mithelfen. Ah, das sieht nach viel Spaß aus. Oh. Und ich werde mein Vollkurs endlich beenden. Ich bin ganz aufgeregt. Übernehmt euch ja nicht, ich werde euch alle zerstören. Los geht's. Ja. Irgendwas mit ja. Ich zeige euch meine Kraft. So ist es gut. Ich glaube, wir müssen noch gleich gegen die ersten kämpfen. Oder? Ihr seid auch nicht so schlecht. Wir werden euch gegen euch antreten. Okay, ich bin bereit. Wir sehen uns bald wieder. Was? Okay, offenbar kämpfen wir noch nicht gegen die, aber irgendwann. Da haben wir schon mal ein paar Rivalen. Los geht's. Würde ich auch sagen. Könnt ihr mich alle hören? Ihr seht hier auf der Karte die ganzen Gebiete, die ihr ansteuern könnt und die ganzen Fahrzeuge auf dem See. Gegen die könnt ihr kämpfen. Und so ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln oder sowas. Also das ist jetzt frei erfunden. Wenn ihr das verstanden habt, dann werdet ihr sehr viel stärker werden. Was meint er damit? Gabu? Naso. Ein Rätsel. Das sagt er zwar nicht, aber egal. Oh ja. Was gibt's denn? Ich habe eine gute Idee. Ich habe leider keine Ahnung, was für eine gute Idee. Zu viele Kanjis. Lasst uns beginnen. Okay. Ich muss das ja immer dazu sagen, dass das geraten ist, dass ich da schon ein bisschen versuche zu lesen, aber grob möchte ich da auch nicht zu lange damit verbringen. Deswegen ist es oftmals improvisiert, was die sagen. Ich glaube, ich bin nicht zu 100% falsch meistens, aber auch wahrscheinlich weniger als 20% richtig. Also von dem her, was gibt's hier? Oh, da gibt's Kämpfe. Kämpfe! Kämpfe sind doch immer gut. Oh, nice. Da sind sie. Und genau die wollte ich auch bekämpfen.
Bleiben wir erstmal noch bei Ogre. Ich möchte ihn noch rausfinden. Okay. Das soll jetzt aber gehen. Ah, Idiot. Natürlich. Ich drücke die ganze Zeit Start. Ah. Da steht, man kann zu zweit spielen. Und dann kommt die Meldung, dass kein zweiter Controller eingesteckt ist. Ich bin bescheuert. So was Offensichtliches kriegt dann wieder nicht mit. Okay. Cool. Dass das geht. Und als ich dann vorher nur einen Charakter ausgewählt hatte, konnte ich natürlich nicht mehr zu zweit spielen. Mit X hätte ich einfach dann Kampf beginnen können. Okay, sorry, das hätte ich nicht überspringen sollen. Ich möchte kämpfen. Die Computergegner in diesem Spiel sind übrigens mehr als nur gut. Und Naruto ist übrigens ein Heavy Hitter in dem Game, das heißt... Das heißt, man möchte nicht seine Special-Attacke aufladen sehen. Glaubt mir, denn davon sieht man nicht arg viele, bevor man verliert. Na, verdammt. Baby Beel. Beel. Come on. Naruto. Ah, Hilfe. What? Wieso hast du nicht angegriffen? Du solltest schon angreifen, wenn ich dir das sage. Doch Gott, der kann mich ziemlich gut kontern, merke ich gerade. Hisoka, könntest du was machen dagegen? Boah, ein Rasengan ist mies. Ich glaube, ich kann da nicht viel dagegen machen. Naja. Okay, das war relativ nutzlos. Oh, das war gut abgewehrt, muss ich mal sagen. Und das ist super zum... Guard-Breaking, übrigens. Ja, R1 und Dreieck ist Guard-Breaking. Das habe ich mittlerweile auch verstanden. Und einmal kurz draufhauen. Yes. Und der Computergegner macht das sowieso immer mit. Er macht zwar selber keine Specials, aber er macht da immer sofort mit. Ah, so, dann schauen wir mal. Bam. Das Problem ist, der Gegner hat da ordentlich viel Zeit auszuweichen. Und ich habe immer noch nicht so richtig das Timing drauf. Aber ich finde die Superattacke super. Ich wünsche mir sowieso, dass Beelzebub endlich mal wieder weitergeht. Boah. Ich glaube, das ist auch ziemlich schwer zu treffen. Machen wir doch gleich nochmal hier. Ich weiß auch nicht, welchem Abstand ich zum Gegner stehen muss oder sowas, damit es trifft. Deswegen. Meh. Please. Connecte. Ich möchte mal die zweite Animation sehen von dir. Okay. J-Stars Victory vs. うちの弟が世話になったみたいだな。礼を言うぜ。 おめの弟すげえ強かったぞ。また叩けてえな。わざと負けてあげよっか。君はかってかっこよく死ねばいい。俺はウチハのボーレ、ウチハマダラだ。信念さえあれば人間に不可能はない。人間は成長するのだ。視点見せる。イノ先生よ、 左は悪魔のために、右は人のために。行くぜ。みんな食い。やるからでもかかってこい。 まだやってる。
俺としたことは。すまねえ。すまねえ。